danke. Eigentlich wollten wir, also haben wir im Backstage kurz darüber geredet, dass die Moderation quasi kurze Fun Facts zu uns einbaut in die Moderation. Das ging dann leider ein bisschen unter, deswegen erzähle ich einfach einen Fun Fact über mich selbst. Mein Name ist Marvin Sukkurt, ich bin 32 Jahre alt und trage diese Frisur seit 16 davon. Und das ist nicht mal gewollt. Vielen Dank. Ich hatte sehr viel Zeit während der Pandemie, Lockdowns und so weiter. Deswegen habe ich versucht, in einem Monat mal mir eine Aufgabe zu stellen. Und zwar habe ich versucht, an 26 Tagen 26 Texte zu schreiben, und zwar sogenannte Alliterationstexte. Alliterationen sind allen noch ein Begriff, oder? Aus der Schule, ne? Milch macht müde Männer munter und so weiter. Habe ich mich inspirieren lassen, habe zwei davon mitgebracht und dann gibt es noch was zum Thema Klima. Vielleicht mal gucken, worauf ich noch Lust habe. Text geht so. Lisa lutscht Lolli. Lisa liebt Lollis. Lisa lutscht Lolli, lasziv. Lecker, lecker Lolli. Lars lugt lüstern, Lars lächzt. Lars liebt Lolli lutschende Lisa, Lars lenkt Lars LKW links. Lars LKW läuft langsamer, Lars Lastkraftwagen, Leerlauf, Lenkradsperre. Lars, leger, Leinenhemd, Lederjacke, Latzhose, Lisa lediglich, Lingerie. Lisa lockt Lars, Licht durchflutete Linden umsäumte Lichtung, Liebesnest, Lars. Lisa, Lisa, leicht luftiger Lendenschurz. Lisa lächelt lustvoll, Lars löst linkshändisch lässig Lisas Lendenschurz, Lisa leckt Lars lapprige Lippen, Lars Linsen leuchten, Lars lupenreiner Lustmolch. Lisa Lars Liebkosung, Lisa Lars lustvolles Liebesspiel. Lars Lunte langsam lasch. Lisa Lars Liebling, Lulatsch launisch. Lars leider, Lars leidet, Lars, Lisa Lolli Lars. Lars lamentiert, Lisa, Lars Liebling, Lack, Leder, Latex. Lars Lebenskrise, Lars läuft, Lisa lutscht Lolli, Lonely. Dankeschön. Ja, das einfach nur so ein bisschen, um das in das Thema Alliteration reinzugrooven. Ja. Jetzt ein weiterer Alliterationstext, der ist ein bisschen anders, weil der hat... Wie nennt man das? Inhalt. Genau, das Wort habe ich gesucht. Bruno betritt Bahnsteig Braunschweig. Bruno bibbert. Bruno bettelt. Bitte, bitte, Bahn. Bitte, bitte. Bahn bummelt. Bummelbahn. Bahnsteig bebt. Bahn befährt Bahnsteiggleis. Bruno betritt Bahnabteil. Bahnabteil beheizt. Bruno beseelt. Bahn beginnt. Bewegung. Bruno beobachtet Banker. Banker brummt bedrohlich. Brummbär-Banker prabbelt. Buh, blöde Bahn. Banker busy. Brauche Beschwerdeformular. Banker busy, busy. Bin besorgt. Bruno bleibt besonnen. Betrachtet Berge. Kennt man die berühmten Braunschweiger Berge, ne? Betrachtet Berge. Plötzlich. Okay, ein paar sind aufmerksam. Gut. Plötzlich Bremsbahn, Banker bellt böse Beschuldigung, Bankers Belastbarkeit beunruhigt, Bruno Banker brüllt, buh, bekloppte Bahn, Banker Busy Business Meeting, beantrage Boykott. Bruno beruhigt Banker, Banker, Buddy, bleib besinnlich, brauchst bisschen Baldrian, bist bescheuert, Baldrian, Börsencrash, Business, Banker Busy Beast Modus, Berserker Banker. Banker boxt Bruno, Brunos Backe blutet. Bahnangestellte betritt Bahnabteil. Bonjour, Bahnreisende, bitte beachten. Baum blockiert Bahntrasse, bleiben bewegungsunfähig, bis Baum beseitigt. Banker brodelt. Banker beschädigt Bordbistro. Bahnangestellte baff. Banker blökt. Boah, Banker bedrohlich Bluthochdruck, brauche Beruhigungsmittel. Bahnbedienstete bringen Banker Bier, bis im Wald bitte. Bumm. Bahnangestellte ballert Banker Backpfeife. Banker blass. Bruno beeindruckt, Banker Bußgeld, Bahnangestellte besiegt, Bösewicht. Dankeschön. Und noch einen letzten. Keine Sorge,
keine Alliteration mehr, irgendwann ist das Thema auch einfach durch. Ich habe noch was ganz grob mit dem Thema Klima zu tun hat, und das einzig und allein aus dem Grund, weil der Text am Nordpol spielt. Ich dachte, passend zur Jahreszeit, Text über Weihnachten, geht so. So, ihr Lieben, Weihnachten steht vor der Tür. Rudolf, Abflug in T-5 Minuten. Sind die anderen bereit? Sir, zum Teil, Sir. Was soll das heißen, zum Teil? Dasher, Dancer, Branson, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Gefreiter, Rudolf. Wo ist Gefreiter, Blitzen? Sir, tot, Sir. Was soll das heißen, tot? Nicht mehr am Leben, Sir. Ja, ich weiß, was das heißt, aber wieso, Rudolf? Sir, wird immer für eine Kombination aus Lebkuchen, Wodka, Sauerkraut und Ecstasy. Aha, verstehe, gut. Verschleiß es immer. Sind die Geschenke eingepackt? Sir, nein, Sir. Wieso nicht, Rudolf? Sir, die Elfen streiken, Sir. Sie fordern mindestens nur einen Urlaubstag mehr im Jahr. Ja, fick den Eisbär, Rudolf. Wir sind doch hier nicht bei Amazon. Einen Urlaubstag mehr. Die arbeiten noch bloß am 23. Korrekt, Sir. Aber rein rechtlich gesehen steht Ihnen, sobald Sie ein Arbeitsverhältnis eingehen, auch ein Urlaubstag zu. Scheiß die Wand an, Rudolf. Das hat man davor, wenn man die ganze Kackproduktion an Nordpol outsourced. Allein die Heizkosten jedes Jahr. Ich muss die Bude absurde 30 Grad aufheizen, weil wir sonst die ganzen Dreckselfen im Kältetod verrecken. Das müssen die Viecher auch immer nackt arbeiten. Meine Frau hat letztes Jahr 2000 Paar Socken gestrickt der Belegschaft geschenkt. Und was hatten wir davon? Nix, danke, haben sie gesagt. Dobby ist frei. Danke, Meister. Und zack. Weg waren sie. Gefreiter Rudolf, nehmen Sie die anderen Rentiere und packen Sie die Geschenke ein. Unmöglich, Sir, wir haben nur Hufe. Wie soll das gehen? Ich will dein Gejammer nicht hören, Rudolf. Ihr zieht einen Schlitten, auf dem 7,5 Milliarden Geschenke gestapelt sind. Das waren letztes Jahr 2 Millionen Tonnen. Mit Überlichtgeschwindigkeit über die Erde. Seid aber zu blöd, um ein Stück Tesa abzureißen und eine Schlaufe zu binden? Dasher Donner, ihr kümmert euch darum. Noch 4 Minuten bis Abflug, Gefreiter Rudolf. Wie sieht die Route dieses Jahr aus? Sir, die Menschenrechtskommission verbietet uns, die Route aus Landes zu bringen. Nein, Rudolf, nicht die Route. Die Route, der Weg. Ach so, verstehe, Sir. Nun, wir arbeiten uns wie immer von Osten nach Westen vor. Die Population in Asien hat immer drastisch zugenommen. Dort werden wir etwas Zeit verlieren. Aha, Dasher, pack bei den Asiaten noch ein bisschen Kondome drauf. Das kann so nicht weitergehen. Gut, wir müssen wieder Zeit gut machen. Rudolf, Vorschläge. Wir können das Vereinigte Königreich auslassen, Sir. Hervorragende Idee. Dasher, mach nur ein Geschenk fertig für die Lackaffen von der Insel. Adressiert an King Kong Charles. Da packst du eine schöne Flasche italienischen Wein rein. Paar Croissants, Packung Sauerkraut aus Thüringen. Dann schreibst du es darauf selber. Schuld, ihr Lappen. Gut, wer war noch böse dieses Jahr? Sir, die Amerikaner, Sir. Die Amerikaner, Rudolf. Wieso das denn? Sir, die Liste ist zu lang und die Zeit zu knapp. Gut, wir lassen die Amis raus. Einfach aus Prinzip. Stehen sonst irgendwelche Komplikationen bevor? Sir, wir haben ein Problem mit der Familie Müller aus Hamburg. Die haben keinen Weihnachtsbaum. Sollen wir den ganzen Schmodder einfach in den Kamin kippen? Ausgezeichnete Idee, Rudolf. Das mit den Weihnachtsbäumen konnte ich eh noch nie verstehen. Sadistische Kackscheiße. Da stellt man sich so einen halbtoten Baum ins Zimmer, hängt da Kerzen und Kugeln dran. Wie krank ist das denn bitte? Ich schieße mir doch auch keine Katze zu Weihnachten. Steck die Leiche in Kübel Wasser, hängt da Lametta dran, lass die Kinder davor singen. Wer kommt auf so einen barbarischen Müll? Am liebsten sind mir die ganzen veganen Möchtegern-Hippies. Zu fein für eine ordentliche Gans im Ofen, dann aber so eine schlecht abgehackte Fichte im Wohnzimmer ausbluten lassen. Ich kotz ab. So, Abflug in 2 Minuten, Dasher. Was machen die Geschenke? Sir, 14 geschafft. Lachhaft. Die sehen ja alle aus wie Bonbons. Es geht nicht besser, Sir. Dasher, eine kluge Person, hat mal gesagt, es ist Zeitverschwendung, etwas Mittelmäßiges zu machen. Da kann man es auch gleich ganz lassen. Sir, Einstein, Sir. Nein, Dasher, Madonna. So, scheiß aufs Einpacken, schmeiß die Geschenke auf den Karren, du Gutes. Rudolf, hast du Gleitgel eingepackt? Jawohl, Sir. 5000 Liter sollten reichen, nur jeden noch so engen Kamin zu kommen. Sehr gut, Rudolf. Hab extra ein bisschen abgespeckt dieses Jahr. Falls noch Gleitgel übrig sein sollte, machen wir noch einen Abstecher zu Christian Lindner und schmieren ihm ordentlich die Eingangstreppe ein. Dann geht das Geschenk dieses Jahr einen schönen Flug auf die Fresse. So, durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuck! Wo ist Blitzen? Immer noch tot, Sir. Gut, schmeißt die Leiche auf den Schlitten, baum Proviant für die Reise. Jawohl, Sir. Super, ab geht die Reise. Und vergesst nicht, schöne Augen auf, wenn wir über Russland sind und Putin sehen. Denn wie lautet das Motto für die Reise? Erst zielen, dann scheißen. Also, frohes Fest. Dankeschön.